Rennstelle wie heute in der Formel 1, mit millionenschweren Fahrern und hochgezüchteten Pferdestärken. Geradezu ein Tummelplatz für fanatische Fanclubs und gigantische Wetteinsätze. Und nicht zuletzt Kontaktbörse, um den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden, wozu uns der Dichter Ovid ganz praktische Tipps hinterlassen hat. Folge uns also auf einer Besichtigungstour durch das größte Stadion in Rom. Hallo und willkommen bei Arc Insight, dem Kanal für Architektur und Stadtgeschichte. In diesem Video schauen wir uns die Überreste des Circus Maximus an und erleben die Spektakel eines typischen Veranstaltungstages. Vom Rand des Ausgrabungsfeldes oder auch vom Turm aus haben wir einen guten Überblick über das Gelände. Wir beginnen hier mit einigen Aspekten zur Baugeschichte. Anschließend kannst du ja über das Gelände bummeln und dir noch einen Tag in der Arena anschauen. Der Circus Maximus war nicht der einzige, aber der mit Abstand größte Zirkus im antiken Rom. Er war über 1000 Jahre lang in Betrieb und Schauplatz unzähliger Spektakel. Die hier stattfindenden Veranstaltungen wurden ja auch die Circensischen Spiele, lateinisch Ludi Circenses, genannt. Damit entstand auch der Begriff von Panem et Circenses, Brotspende und Circensische Spiele, was ja sprichwörtlich für die Hauptbedürfnisse der großen Menge der römischen Bürger war und von den Politikern für ihre Zwecke ausgenutzt wurde, nämlich in Krisenzeiten bzw. um sich beliebt zu machen, die Bevölkerung durch Unterhaltung und Lebensmittelspenden ruhig zu stellen. Außer den Wagenrennen fanden im Circus Maximus aber auch Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen statt. Wie diese Kämpfe im Einzelnen vonstatten gingen, beschreibe ich im Video zum Kolosseum. Die Liebe zum Zirkus und den darin stattfindenden Wagenrennen war den Römern ja quasi in die Wiege gelegt. Schon zur Zeit der Stadtgründung war das Tal zwischen dem Palatin und dem Aventin Schauplatz von Wagenrennen, so zumindest die Sage. Das berühmte Rennen, mit dem Romulus die Sabiner samt Frauen und vor allem Töchtern nach Rom lockte, soll hier stattgefunden haben. Die letzten Rennen fanden dann wohl unter der Herrschaft des Ostgotenkönigs Totila im Jahr 549 oder 550 nach Christus statt. Das Grundprinzip, das auch bei anderen Stadien dieser Art angewandt wurde, war eine langgestreckte Form mit geradem Abschluss bei den Startboxen und gerundetem Abschluss an der gegenüberliegenden Seite. Zunächst muss es sich um eine vergleichsweise primitive Anlage gehandelt haben, da sie in ihren Anfängen kaum mehr war als eine eingeebnete Bahn. Die Zuschauer saßen damals wohl noch auf der Erde oder mitgebrachten Sitzgelegenheiten. Von König Tarquinius Priscus wird berichtet, dass er erste hölzerne Tribünen errichtet haben soll, die aber immer wieder einstürzten, was zuweilen viele Todesopfer forderte. Wohl erst unter Julius Caesar wurden dann zum Teil dauerhafte Sitzstufen aus Marmor eingebaut. Er umgab die Arena mit einem Wassergraben, um die Zuschauer vor den wilden Tieren bei den Tierhetzen zu schützen. Die Zuschauer nahmen auf drei jeweils von Arkaden getragenen Rängen Platz, wobei die obersten Reihen wohl, wie auch im Kolosseum, aus Holz bestanden. Sein Nachfolger, Kaiser Augustus, ließ dann eine erste Kaiserloge errichten. Der Zirkus diente ja in der Kaiserzeit nicht zuletzt der Kommunikation der Herrscher mit der Stadtbevölkerung, deren Beifall man hier entgegennahm. Anfang des ersten Jahrhunderts war der Zirkus wohl schon rund 620 Meter lang, 120 Meter breit und fasste immerhin 150.000 Zuschauer. Auf der nördlichen geraden Schmalseite waren die Startboxen. Auch sie waren zunächst aus Holz, später wurden sie dann gemauert. Hier warteten die Wagen auf den Beginn des Rennens. Die Doppeltore der 12 Boxen ließen sich durch einen Mechanismus exakt gleichzeitig öffnen. An der gebogenen Seite, wahrscheinlich bei den Verkaufsräumen und Garküchen, brach übrigens der große Brand von Rom unter Nero im Jahr 64 aus. Es war ja der größte aller Brände in der Stadt zu antiker Zeit. Von den 14 Stadtbezirken Roms wurden 3 völlig zerstört. In 7 Bezirken standen von den Gebäuden nur noch wenige halb verbrannte Trümmer und nur 4 Bezirke waren wohl unversehrt geblieben. Auch der Zirkus fiel dem Brand zum Opfer und musste wieder aufgebaut werden. Nero selbst ließ ihn wieder errichten und er scheint die Anlage bei dieser Gelegenheit auch vergrößert zu haben. Es wird nun von 250.000 Sitzplätzen berichtet. Für das 4. Jahrhundert ist die allerdings wahrscheinlich übertriebene Zahl von sage und schreibe 385.000 Sitzplätzen überliefert.
Doch erst unter Trajan wurde der Zirkus komplett mit Stein und Ziegeln ausgebaut. Die Tribünen erreichten nun eine Höhe von bis zu 20 Metern. Das erhaltene Stück an der gebogenen Seite im Süden stammt aus Trajans Zeit. Dabei fand man auch Wasserbecken für Pferde, ebenso Essensstände, Latrinen und mehrere Kammern, die wohl zu einem Bordell gehörten. Entdeckt wurden auch Räume, wo Geld gewechselt wurde, um Rennwetten abschließen zu können. Auch der Unterbau eines Triumphbogens aus der Zeit von Kaiser Titus konnte ausgegraben werden. Der im 1. Jahrhundert nach Christus regierende Kaiser ist für die Eroberung Jerusalems bekannt. Auf dem Forum Romanum befindet sich bereits ein Triumphbogen zu seinen Ehren. Auch hier im Circus Maximus wurden Szenen zu seinem Sieg über die Juden im Jahr 70 nach Christus dargestellt. Nach Ansicht der Archäologen blieb dieser dreitorige Titusbogen bis ins 8. Jahrhundert intakt. Im Mittelalter wurde das zu dieser Zeit noch erhalten gebliebene mittlere der drei Gewölbe in den Neubau eines Aquädukts integriert. Neben Stein wurde hier natürlich auch mit dem von den Römern erfundenen Baustoff gearbeitet, Beton, einer Mischung aus gebranntem Kalk, Sand, Wasser und Geröll. Er bot mehr bauliche Gestaltungsmöglichkeiten als nur Marmor- oder Steinblöcke. Der Turm allerdings ist leider nicht antik. Er war Teil der mittelalterlichen Befestigung und stammt aus dem 12. Jahrhundert. Eines der herausragenden Elemente des Zirkus war die sogenannte Spina, auf Deutsch Rückgrat. Es ist der schmale Streifen in der Mitte der Rennbahn, der die beiden Gegenbahnen voneinander trennt. Sie maß etwa 340 Meter, war knapp 6 Meter breit und rund 1,70 Meter hoch und mit diversen Kunstwerken besetzt. Allerdings existieren hiervon bis auf zwei Obeliske keine Ausgrabungsstücke mehr. Sie waren sicher die bedeutendsten Merkmale der Spina. Den ersten Obelisk ließ Kaiser Augustus 11 oder 10 vor Christus nach Rom bringen und platzierte ihn in der Mitte der Spina. Er war dem ägyptischen Sonnengott geweiht und stammte aus der Nähe von Kairo, dem antiken Zentrum des ägyptischen Sonnenkults. Ägypten war zur Zeit des Augustus gerade en vogue. Auch der Kaiser selbst hielt sich häufig dort auf. Der Obelisk hatte eine Höhe von 24,5 Meter, wozu noch der Sockel mit 3 Meter kam und bestand vollkommen aus Granit. Er steht heute restauriert auf der Piazza del Popolo. Ein zweiter Obelisk stammt aus dem 4. Jahrhundert und wurde von Kaiser Konstantin ebenfalls aus Ägypten geholt. Er war mit seinen 32 Metern noch größer. Heute befindet er sich auf dem Platz vor dem Lateran. Des Weiteren waren 7 Delfinskulpturen aufgehängt. Sie ersetzten die zuvor verwendeten Holzeier und zeigten durch Umkippen entweder die bereits absolvierten oder auch die Zahl der noch zu fahrenden Runden an. Die Delfine hatten ihren religiösen Ursprung in der Verehrung des Gottes Neptun, der nicht nur Gott des Meeres, sondern auch eine besondere Beziehung zu Pferden hatte. Später wurden die Delfine zu einer kunstvollen Fontäne umgebaut. Vermutlich hatten sie von diesem Zeitpunkt an keine aktive Bedeutung mehr, sondern waren bloßes Kunstwerk. An beiden Enden der Spina befand sich jeweils ein Wendepunkt, um die Wagenlenker ihre Gespanne möglichst eng herumlenken sollten, ohne allerdings diese zu berühren. Es waren in der Regel jeweils 3 eng zusammenstehende, spitzförmige Kegel, deren Gipfelpunkt mit eierähnlichen Gebilden ausgestattet waren. Auch die Göttin Kybele erhielt hier eine Statue. Sie war die Mater Magna, die große Mutter Roms. Wir haben über ihre Bedeutung ausführlich im Video zum Palatin berichtet, da ihr dort ein eigener Tempel errichtet worden war. Da sie einen entscheidenden Anteil am Sieg über Hannibal, dem großen Gegner Roms, hatte, wurde sie sehr verehrt. Sie soll etwa lebensgroß dargestellt worden sein und aus vergoldeter Bronze bestanden haben. Wenigstens 3 Altäre scheinen sich auch noch auf der Spina befunden zu haben. Es ist jedoch wenig gesichert, wem sie gewidmet waren. In den Circus Maximus waren auch religiöse Gebäude integriert. So wurde zum Beispiel in den nordwestlichen Unterbauten ein noch erhaltenes Miträum integriert. Heute liegt es unter einem Gebäude in der Piazza della Bocca della Verità. Mithras wurde als ein Mittler zwischen den Menschen und dem höchsten Gott, dem Erlöser, vorgestellt. Er soll einen Stier getötet haben und aus dessen Blut die Erde neu erschaffen haben. Der Mithras-Kult richtete sich ausschließlich an Männer, so gab es viele Soldaten, die ihn pflegten. Mithras wurde meist in unterirdischen Grotten, die wie künstliche Höhlen aussahen, verehrt
und erinnerte damit an die Geburt Mithras in einer Felsenhöhle. Der Renntag begann mit einer prächtigen, vom Veranstalter angeführten Prozession mit Wagenlenkern, einem Priester, Beamten und Götterbildern. Der Festzug legte eine Runde durch den Zirkus zurück und unterstrich damit auch einen religiösen Charakter der Spiele. Zu diesen Anlässen wurden Bildnisse der Götter in silbernen und elfenbeinernen Wagen, die auf dem Kapitol aufbewahrt wurden, in den Zirkus gebracht. Danach begannen die Rennen. In der Regel waren 12 Viergespanne, die Quadrigen, am Start. Je 3 für eine Faktio, eine Renngesellschaft. Das waren große und einflussreiche Organisationen. Sowohl die Tuniken des Wagenlenkers als auch die Wagenkästen waren in den Farben der Faktiones, nämlich Rot, Grün, Blau oder Weiß gehalten und damit leicht erkennbar. Auf einem für die Rekonstruktion der Rennbahn bedeutenden Mosaik wird ein Rennen mit 4 Quadrigen gezeigt, bei dem die grüne Partei gewinnt. Man fand es in der Villa Romana del Casale auf Sizilien. Jeder Rennstall verfügte über hunderte von Rennpferden und einen großen Personalstab. Von den Wagenlenkern über Tierärzte, Stallknechte und Pferdeeinkäufer bis zu Einpeitschern, die während der Rennen ihre Gespanne anfeuerten und die Anhänger anspornten. Die nicht selten fanatischen Fans konnten auch Wetten auf ihre Favoriten abschließen. Man fühlt sich hier sehr an die Formel 1 erinnert. Vor allem in der Spätantike scheinen die Rivalitäten zwischen den Faktionen zugenommen zu haben und es kam häufig zu Auseinandersetzungen. Es war wohl so, dass einzelne Kaiser einen bestimmten Rennstall förderten, um sich damit die Unterstützung der Anhängerschaft zu sichern. Die Quadrigen legten bei den 7 Umläufen, die in der Regel gefahren werden mussten, etwa 5 Kilometer zurück. Anschließend kam es zur Siegerehrung. Insgesamt wurden neben dem Rahmenprogramm mit Kunstreitern und anderen Show-Einlagen an einem Tag 24 Rennen absolviert. Weil manchmal auch 2- und 3-Gespanne am Start waren, lag die Zahl der pro Tag eingesetzten Pferde bei ca. 800. Gelegentlich fuhren auch bis zu 7-spännigen Wagen. Startsignal für die Rennen war ein fallendes Tuch. Dann mussten die Wagen zunächst entlang der vorgeschriebenen Bahn fahren, bis sie auf der Höhe der Spina waren, in der Rekonstruktion eingezeichnet. Danach versuchten alle, möglichst die Innenbahn nahe an der Spina zu fahren. Die erfolgreichen Wagenlenker waren umjubelte Stars. Spitzenverdiener konnten Millionäre werden. Ein gewisser Diokles gewann an einem einzigen Tag 2x 40.000 Sesterzen. Und einzelne Fahrer sollen es auf bis zu 5.000 Rennen in ihrer Karriere gebracht haben. Aber Wagenlenker lebten gefährlich. Sie standen weitgehend ungeschützt auf den leichten Wagen. Die Zügel hatten sie um die Taille geschlungen. Für den Notfall steckte ein Messer im Gürtel, um sie durchzuschneiden. Kollisionen und Stürze kamen häufig vor. Mancher verlor dabei auch sein Leben. Unfälle wurden gerade durch einen aggressiven Fahrstil heraufbeschworen. Abdrängungs- und Behinderungsmanöver sowie Zickzackfahren waren nicht verboten und wurden vom Publikum leidenschaftlich beklatscht. Schreckliche Unfälle gab es vor allem an den Wendemarken. Auch unter den Pferden gab es gefeierte Stars. Das waren vor allem die links vorne laufenden Leitpferde, die die Wendemarken möglichst eng umrunden sollten. Doch kam nicht jeder Zuschauer allein wegen der Wagenrennen. Beim römischen Dichter Ovid finden wir auch Ratschläge zur erfolgreichen Liebesanbahnung im Zirkus. Er schreibt: Wenn im Zirkus Renntag ist, sei jedes Mal zur Stelle. Denn weil der Raum viele Menschen fasst, ergibt sich hier manches Nette. Geheime Fingerzeichen brauchst du nicht zu verschicken. Die Antwort fällt hier klarer aus und ist kein bloßes Nicken. Setz dreist dich zu einer Dame. Daran hindert dich niemand, so dass ihre Seite möglichst eng neben deiner ist. Wenn sie abrückt, rück ihr nach. Die Bank hat schließlich ein Ende. Dort fällt sie dir spätestens in die Hände. Zum Zwiegespräch such dann irgendeinen Anlass ohne Zögern. Erzähle, wovon jeder heute spricht, das bringt euch ins Plaudern. Du kannst sie höflich bitten, dir einen Wetttipp zu geben. Dann setze, egal wer es ist, auf ihren Favoriten. Hinterher, wenn sich die Sieger im Festzug einreihen, dann jubelt der Frau Venus zu und zeigt dich ihr ergeben.
Ab dem späteren 6. Jahrhundert zerfiel der Circus Maximus. Die große Freifläche wurde im Mittelalter dann teilweise landwirtschaftlich genutzt. Die Steine dienten als Baumaterial. Zwischenzeitlich stand auch eine Kirche am östlichen Ende. Einen anderen Teil bebaute die Familie der Frangipani mit einer Burg, wozu auch der Turm gehörte. Zur Wiederverwendung für den Bau des Petersdoms wurden schließlich die meisten marmornen Sitzstufen abgebaut. In den 1930er Jahren begann man damit, die Fläche wieder freizulegen. Damit sind wir am Ende unserer Besichtigung des Zirkus angelangt. Weitere Videos zu Rom und anderen Städten findest du in der Infobox oder bei Arc Insight. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo unseres Kanals.